Im Artikelstamm haben Sie die Möglichkeit, bei einem bestimmten Artikel eine Angebotsklausel zu hinterlegen. Hier Angebot. Wenn Sie diese Angebotsklausel hinterlegt haben, wird ja ein Angebot, ist es möglich, einen Angebotspreis zu hinterlegen oder generell zu sagen, dass der Standardpreis des Artikels nicht rabattierbar ist. So, wir sagen jetzt einfach mal, wir nehmen den Standardpreis. Okay, haben aber zusätzlich die Angebotsklausel drin. Nun möchten Sie das auf Ihrem Etikett unter Umständen schön visuell darstellen, damit der Kunde sieht, aha, das ist ein Angebot. So damit vielleicht dynamisch auf Ihrem Etikett Sonderpreis, Angebot, wie auch immer, oder der Preis dann rot ist. Und das machen wir jetzt. Ich sage jetzt mal Etikett für Artikel anlegen, das sage ich jetzt einfach mal 2. Und von dem Musterartikel mache ich jetzt auch erstmal einen. So, der Musterartikel hat keine Angebotsklausel. Nun gehen wir auf Etiketten drucken und gehen auf Drucklayout und passen unser Layout an. An dieser Stelle machen wir gleich zwei Variationen. Wir fügen einmal ein Label ein, hier dieses A. Über die Report Control Bar, Controls können wir hier Label anklicken und dann hier einfach reinklicken und schreiben. Oder wir gehen hier über die Menüleiste, Report, Insert Control, einfügen, Label. Nun haben wir hier oben blinkt und da schreibe ich jetzt einfach mal Sonderpreis. Egal. So, Sonderpreis, drücke Enter. Na, mache ich jetzt nicht. Na komm. Na, Preis, jetzt. Nun klicke ich mit der Maus ins Leere oder gehe hier auf den Pfeil. Jetzt ist der Sonderpreis verschwunden. Ganz toll. dann nehme ich den Page Header, ziehe ihn einfach ein bisschen nach unten. Nun ist mein Sonderpreis ganz oben, den ich jetzt nach unten ziehen kann. Und nun ziehe ich den Page Header wieder an die vorher Originalposition zurück. Ich klicke das Objekt an und verschiebe es an die gewünschte Position und mache einen Doppelklick drauf, um die Eigenschaften zu bearbeiten. Im Style sage ich Ihnen, okay, du bist jetzt mal, was haben wir, ein Areal. Da mache ich schmal halbfett und zwar 12. Das Ganze soll natürlich in Rot dargestellt werden. Also sage ich ihm, dass hier die Standard-Foreground, also die Vordergrundfarbe, nicht schwarz sein soll. Ich nehme das Häkchen raus und wähle hier Rot. So, nun habe ich hier Sonderpreis stehen. Cool. So, das Ganze positioniere ich irgendwo da. So, nun will ich natürlich nicht, dass es bei jedem Etikett oder bei jedem Artikel mit ausgedruckt wird, sondern nur bei den Artikeln, die tatsächlich eine Angebotsklausel besitzen. Dann mache ich hier wiederum einen Doppelklick und sage in der Print-When-Bedingung, pass mal auf, du druckst nur, wenn Angebot ist gleich true, Punkt, T, Punkt. Also das heißt, wahr ist, also true ist, das ist einfach die Abkürzung, Punkt, T für true, Punkt. Angebot ist gleich true. Das sollte es eigentlich schon gewesen sein. Jetzt speichern wir das Ganze hier ab, speichern ja und wir wollen es verwenden. Vorschau und drucken, in der Hoffnung, ah, cool. Haben wir jetzt tatsächlich hier, das ist zwar noch ein bisschen weit oben, müssen wir nach unten schieben, hier Sonderpreis stehen. Das machen wir einfach mal. Drucklayout, anpassen. Okay, das heißt, wir müssen diese Objekte, das kann ich jetzt alles markieren mit der Maus, so. Und einfach mit dem Pfeiltasten leicht nach unten schieben. Wir speichern es ab, wir wollen es verwenden, wir schauen uns das Ganze an. Und nun haben wir hier einen Sonderpreis stehen, das ist schon mal cool. Hier, Sonderpreis. Und so können Sie wirklich Ihr Etikett anpassen. Auch können Sie natürlich sagen, dass Preise gedruckt werden sollen. Wie in unserem Beispiel nicht grün, sondern zum Beispiel blau. Machen wir auch. Nicht grün. Nicht blau, sondern rot, so wollte ich sagen. Okay, wir sagen hier anpassen. Okay. Und in diesem Beispiel müssen wir Folgendes machen. Wir kopieren uns einfach das. Wir sagen hier Rechtsklick, Copy. Ins Leere klicken, Rechtsklick, Paste, einfügen. Jetzt haben wir zweimal das gleiche Objekt. An dieser Stelle sage ich ihm natürlich, du bist rot. Okay? Und sagen hier okay. Dann sage ich ihm, du druckst nur. Hier haben wir schon eine Bedingung drinstehen. Dann sagen wir und, also hängen einfach ein logisches und hinterher. And, Angebot ist gleich true, also ist gleich Punkt T, Punkt. Okay? Und im Style sagen wir ihnen sogar, hey, da machst du eine schöne große oder eine größere Schrift. So. Okay. Nun klicken wir das Objekt an, drücken die Shift-Taste, halten diese und drücken die Pfeiltaste nach unten, damit sich das Objekt automatisch der neuen Schriftart anpasst. Bei dem blauen hier müssen wir jetzt sagen, pass mal auf, du drückst aber nur dann, wenn kein Angebot ist.
Also sagen wir in der Print-When-Bedingung, hängen hier ein Leerzeichen ran, sagen und, Englisch and. And Angebot ist gleich false. Das ist die eine Variante. Oder wir könnten einfach sagen not Angebot. Das ist im Prinzip das gleiche, nur die Kurzversion. Sagen wir hier okay. Wir lassen es einfach mal so stehen und schauen an, was passiert. Yep. So, machen wir es größer. Und wir haben jetzt hier einmal den Normalpreis stehen in blau mit 15,99 € und bei diesem Artikel, bei dem der Sonderpreis ist, mit 399 €. Und der ist hier schön rot. Jetzt gehen wir ein kleines bisschen weiter. Ich versuche es einfach nur ein bisschen detaillierter zu machen, damit Sie sich, damit Sie die ganzen Variationsmöglichkeiten verstehen oder verstehen, wie das Ganze im Prinzip funktioniert. So, jetzt nehme ich das Objekt, stelle mich drauf und lege das einfach über das blaue Objekt. Dann, was passiert jetzt? Jetzt werden beide Preise an der gleichen Stelle gedrückt, nur halt abwechselnd. Einmal kommt der rote und wenn es ein Angebot ist und wenn es kein Angebot ist, kommt der blaue. Idealerweise sollten wir aber uns hier nicht auf den Standardpreis beziehen, sondern wenn wir einen Preis haben, also einen Angebotspreis, ist es nicht die Spalte VK, weil VK ist ja der normale Preis und der Angebotspreis kann ja differieren. Wenn der Angebotspreis gleich dem VK ist, dann sollten Sie in der Karteikarte im Artikelstamm Angebot auch den normalen Verkaufspreis eintragen. Des Weiteren müssen wir hier noch eine kleine Anpassung vornehmen. Und zwar, Sie klicken auf Ihren roten Preis, machen einen Doppelklick und ersetzen die Informationen VKK mit RA. RA steht eigentlich für, was heißt steht eigentlich, steht für den Angebotspreis, also RA. Überall wo VK steht, machen Sie RA draus. Also if VK steht hier, machen Sie RA. Int VK auch int RA und so weiter. Transform VK RA, Alt-Trim String RA. Okay, auch in der Print-When-Bedingung Ihres roten Preises sagen Sie not empty VK, sondern not empty RA. So. Das ist einmal die Grundsache, die wir hier durchführen müssen. So, jetzt speichern wir das Ganze ab. Und jetzt schauen wir mal, was passiert. Jetzt könnte sagen, ja super, jetzt habe ich hier die Etiketten, aber von meiner Festplatte wird jetzt kein Preis angezeigt. Die Festplatte ist ja Angebot. Warum ist das so? Und zwar, die Festplatte hier, und das ist das, was ich vielleicht schon mal erwähnt habe, hat hier einen Verkaufspreis. Sie haben gesagt, dieser Artikel ist immer ein Angebot, weil Sie gesagt haben, hier bei Angebot haben wir ein Häkchen gesetzt. Jetzt kommt's aber. Wir beziehen uns jetzt nicht mehr auf den normalen Verkaufspreis, sondern wir wollen variabel und flexibel sein. Deswegen empfehle ich Ihnen dringlich, wenn Sie sowas machen hier, dass Sie hier automatisch den Angebotspreis einsetzen. Ja? Selbst wenn der Angebotspreis dem regulären Preis entspricht, bitte immer den Preis hier einsetzen oder von der Hand eintragen. Ich sage jetzt mal 350 € brutto, drücke Enter. Netto wird mir gleich ausgerechnet und sage jetzt speichern. So, jetzt ist es so, jetzt muss ich den Artikel, natürlich ein neues Etikett anlegen. Ich sage hier, davon will ich 2, weil zum Anlagezeitpunkt der anderen Variante war ja noch kein Angebotspreis hinterlegt. Wenn wir uns das Ganze jetzt anschauen, vorschauen und drucken, sollte jetzt eigentlich, und jetzt haben wir es hier tatsächlich so, genau, sollte jetzt hier für unsere Festplatte dieses Label Sonderpreis nun da sein. Wir haben nun den Angebotspreis. Bei den Artikeln, die kein Angebot haben, haben wir hier den Standardpreis angezeigt und so können Sie auch sehr, sehr flexibel sein. Und vielleicht um das Ganze jetzt noch ein kleines bisschen auf die Spitze zu treiben, es gibt diejenigen, die sagen, hey, das ist eine tolle Geschichte, gefällt mir, aber können wir das noch irgendwie, keine Ahnung, kann man da noch einen gelben Balken hinmachen oder ein Rechteck hinmachen oder sonst irgendwas, dass Sie sagen, wenn, dann möchte ich, dass das Ganze irgendwie ein rotes Rechteck ist oder sonst irgendwas. Ja, Sie können alles machen. Das ziehe ich jetzt einfach mal nach unten. Ich gehe jetzt hier einfach mal hier, Report, Insert, Control, Rectangle, also Rechteck. Dann habe ich hier oben links mein Rechteck. Pfeiltaste nach unten drücken. Bloß so, damit Sie sehen, was man alles machen kann. Das heißt, hier Bedingungen miteinander verknüpfen.
Dann sage ich, ich mache das größer, Shift-Taste drücken, halten, rechts mit der Maustaste, also die rechte Pfeiltaste bewegen. Jetzt positioniere ich es nach oben. Einfach mal so Shift-Taste drücken, mit der Pfeiltaste nach unten halten. So, und dann sage ich ihm hier Format. Er soll in den Hintergrund gehen, Send to Back. Und jetzt mache ich hier einen Rechtsklick drauf und sage Properties. Und hier sage ich ihm im Style, du bist, machen wir es einfach mal gelb, ist doch egal. Gelb. Und er hat einen, er hat keinen Rahmen. Okay. Und im Background sage ich ihm auch gelb. Okay. Und im Print When sage ich ihm, Angebot ist gleich true. So müsste es funktionieren. Und not empty, also nicht leer, Angebotspreis. So, jetzt haben wir diese zwei Bedingungen noch mit eingefügt und jetzt sollte eigentlich dieses gelbe Rechteck nur dann angezeigt werden, wenn ein Angebotspreis hinterlegt ist und wenn die Angebotsklausel gesetzt ist. Schauen wir uns an. Und schon haben Sie hier so einen gelben Balken eingebaut. Also das heißt, in der Gestaltung Ihrer Etiketten sind Sie total frei und da können Sie auch extrem kreativ sein. Ich möchte Ihnen bloß nahelegen, dass Sie sich vielleicht mit den Informationsfeldern des Artikelstamms auseinandersetzen, die Sie im Installationsordner in Ihren Wavi Profi 3 Dokumente-Ordner finden und hier Strukturartikeldatei. Da wird Ihnen alles erklärt oder alles gezeigt, welche Felder das es gibt, welchen Wert das die haben und was sie letztendlich bedeuten. Alles das, was Sie hier sehen, können Sie auf dem Etikett zum Ausdruck bringen und mit verschiedenen Bedingungen, die bekannt sind, also das heißt Angebot, Staffelpreis, keine Ahnung was, miteinander verknüpfen. So, an der Stelle beenden wir das Video. Ich denke mal, das war jetzt lang genug. Bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Bis bald.